willkommen zum Video. Ja, ihr seht schon im Hintergrund meine Mannschaft, die ich euch heute zeige. Eine private Karriere von mir, nämlich Galatasaray. Ja, wir sind im Jahr 2020. Ihr seht auch unsere Vereinsbilanz. Die kann sich eigentlich schon wirklich sehen lassen. Vor allem, weil wir auch viele Spiele simuliert haben. Und das ist natürlich gar keine schlechte Bilanz. Man muss sagen, natürlich, die türkische Liga ist nicht schlecht. Sie ist sogar eigentlich ganz gut, aber sie ist jetzt auch keine Mega-Top-Liga. Muss man auch ehrlicherweise sagen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die holländische Liga oder die türkische besser findet. Schreibt es in die Kommentare. Und ich würde sagen, schauen wir uns unser Team mal an. Fangen wir natürlich mit dem Torwart an. Das ist unsere Nummer 1, Muslera, inzwischen 33 auf einer 84. Und der ist wirklich ein überragender Torwart in der Karriere. Kann ich nur empfehlen. Ist wirklich ein ganz, ganz starker Torwart. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Der Mann aus Uruguay ist ein sehr, sehr guter Torwart. Dann zwei Ersatztorhüter, zu denen ich jetzt nicht so viel zu sagen kann. Ja, weil ich halt einfach eigentlich immer mit dem ersten Torwart spiele. Und die kriegen bei mir gar keinen Einsatz. Ich glaube hier 0 Einsätze. 0 Einsätze. Also bei uns spielt alle Muslera. Ayan ist unser Rechtsverteidiger. Er kann Innenverteidiger spielen. Ist vielleicht sogar die bessere Position für uns, aber in der Innenverteidigung haben wir andere. Darum spielt Ayhan bei uns rechts und er gefällt mir gut. Er ist nicht der schnellste, aber er macht seine Sache wirklich gut. Ist ein solider Rechtsverteidiger, aber als Innenverteidiger trotzdem wahrscheinlich besser. Jeju ist unser Stamm-Innenverteidiger noch, muss man sagen. Inzwischen schon 34 und er geht ja sicher dem Ende entgegen. Wie man sieht, ist auch schon stark runtergegangen. Letzte Saison war er noch auf einer 80, jetzt schon auf einer 78. Ist am Ende der letzten Saison also auch nochmal um 1 gesunken. Ja, ist ein bisschen schade, dass er jetzt runtergeht, aber ist natürlich klar mit so einem Alter. Aber es ist ein starker Innenverteidiger immer noch, aber ja, er wird uns bald wahrscheinlich verlassen. Unser zweiter Innenverteidiger, die beiden sind Stamminnenverteidiger. Bei mir ist Caceres von Juventus Turin gekauft, 32 inzwischen auf einer 82, ja, mega schneller Innenverteidiger, der trotzdem sehr, sehr gut in der Manndeckung ist, zum Beispiel, wie man da sieht, mit 89. Kopfballpräzision ist auch sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie groß der ist, 1,80, also geht, denke ich, noch so klar. Kann auch Rechtsverteidiger spielen, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Kaya ist unser Ersatzinnenverteidiger, der sich leider nicht so richtig entwickelt hat, muss man sagen. Ist jetzt auf einer 75. Ja, kriegt ab und zu einen Einsatz, aber ist jetzt auch nicht mehr als solide, muss man ehrlich sagen. Güntner gerade verliehen an Hamburg, 25 auf einer 81, was auf jeden Fall sehr, sehr gut ist. 93 Grätsche ist natürlich überragend. Manndeckung mit 91 auch, faire Zweikämpfe ist auch richtig stark. Ist ein guter Innenverteidiger, wird natürlich nächste Saison wieder zurückkommen und dann wahrscheinlich auch Stammspieler bei uns werden. Dann unser Linksverteidiger ist Telles, der ist in der ersten Saison an Inter Mailand verliehen. Dann kommt er wieder zurück und seitdem ist er Stammspieler bei mir. Und ja, auf der 82 lassen sich, denke ich, die Werte auf jeden Fall sehr, sehr sehen. Ein Ersatzinnenverteidiger haben wir auch. Ich spreche einfach mal nur den Vornamen aus. Emre, mega schneller Linksverteidiger, muss man sagen. 94 Antritt, 93 Sprintgeschwindigkeit. Also wenn man den einwechselt, hat man auf jeden Fall gut Pace auf der Seite. Ist unser Ersatzmann und macht seine Sache auch sehr, sehr gut, wenn er reinkommt. Dann Turan habe ich, ich glaube, vor zwei Saisons zurückgekauft von Barcelona. Natürlich spielt er nicht mal bei Atletico, bei Barca zurückgekauft. Ist unser Kapitän und ja, geht leider jetzt auch schon runter. War mal zwischenzeitlich auf einer 86 bei uns, jetzt auch noch 84. Ist ein bisschen schade, aber der hat trotzdem so mega geiles Dribbling. Man sieht es da, Ballkontrolle 94, Dribbling 89. Ein sehr, sehr geiler Spieler und der war ja früher auch mal bei Galatasaray. Dann haben wir den Portugiesen Bruma, der kann, glaube ich, auch mehrere Positionen spielen. Rechtsmittelfeld, Linksmittelfeld, linker Flügel, 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß. Mega schneller, dribbelstarker Spieler. Dann Lukas Podolski ist tatsächlich noch bei uns, inzwischen schon 34 auf einer 80. Ist auf jeden Fall bemerkenswert, immer noch auf einer 80, gute Werte und spielt immer noch bei uns eine gute Rolle. 18 Spiele, 11 Tore, 2 Vorlagen, beendet leider seine Karriere nach der Saison, was ein bisschen schade ist, weil er geht da noch gar nicht runter, er geht sogar da noch hoch, hat einen richtig krassen Schuss und ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Leider verlässt uns ja nach der Saison, weil er seine Karriere beendet, aber ein richtig geiler Spieler mit einem, ja, mit einem überragenden Schuss, muss man wirklich so sagen. Dann ein Ersatzspieler, zu dem ich nicht so viel zu sagen kann, kriegt ab und zu einen Einsatz, manchmal kommt er rein für Bruma so in der 60. Minute bei mir, aber spielt jetzt keine Mega-Rolle. Dann haben wir unseren teuersten Einkauf in der Vereinsgeschichte, also auf jeden Fall, wo ich Trainer war, Naigolan, 31 Jahre alt, auf einer 85. Er ist der Lenker in unserem Mittelfeld, der Chef, muss man wirklich sagen. Er kann offensiv spielen, er kann defensiv spielen. Überragender Spieler, aber das wisst ihr natürlich auch, bei UT ist er natürlich auch mega krank. Einer der besten Spieler im Mittelfeld, die man haben kann. Hat uns aber auch eine Menge Geld gekostet, aber ist es auf jeden Fall wert, muss man auch dazu sagen. Dann Talisca, den habe ich in der ersten Saison gekauft, direkt in der ersten Saison, ganz am Anfang. Und was glaubt ihr, spielt er für eine Position bei mir? Nicht ZM, nicht ZOM, sondern Stürmer. Das kann er auch. Man sieht es hier, der Brasilianer, 3 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß und irgendwie gefällt ihm er richtig gut im Sturm. Ich weiß auch nicht genau warum. Er hat natürlich geiles Dribbling, Effe ist auch gut, Schusskraft ist stark,
Kopfball ist überhaupt nicht gut, muss man ehrlich sagen, aber sonst gefällt er mir irgendwie richtig gut. Er kann auch einen Pass spielen, was sehr, sehr gut ist. Also mir gefällt er im Sturm irgendwie sehr, sehr gut, aber man muss sagen, er kann auch im Mittelfeld spielen. Hat auch schon ab und zu einen Einsatz bekommen, aber meistens spielt er bei mir ganz alleine im Sturm vorne drin und macht seine Sache sehr, sehr gut. Diese Saison ist, glaube ich, nicht so gut für ihn. 25 Spiele, 7 Tore ist gar nicht so schlecht, aber ja, geht natürlich auch ein bisschen besser, muss man sagen. Dann haben wir Inan, 34 Jahre alt, auf einer 81 und auch er beendet seine Karriere nach der Saison, was ein bisschen schade ist, weil auch er gefällt mir richtig, richtig gut im Mittelfeld. Also ihr seht schon, wir haben wirklich richtig gute Mittelfeldspieler, die wirklich richtige Allrounder-Qualitäten haben, muss man sagen. Inan, auch ein richtig geiler Spieler, leider verlässt er uns auch nach der Saison, was ein bisschen schade ist. Dann Bia, 30-jähriger Spieler aus Belgien, wenn ich jetzt keinen Scheiß labe, aus Belgien, so sieht's aus, ist ein Ersatzspieler und macht seine Sache eigentlich immer, wenn er spielt, sehr, sehr gut, bin ich eigentlich zufrieden mit ihm. Dann ein Monster bei uns, Wesley Sneijder, 35 Jahre alt, trotzdem immer noch der Mann, der die geilen Pässe spielt bei uns auf einer 86, immer noch krasser, krasser Spieler, war tatsächlich auf einer 87, ist da also nochmal hochgegangen, jetzt runter wegen 35 Jahren natürlich, leider kann man da nichts ändern, aber richtig geiler Spieler, ohne Scheiß, sein Dribbling, seine Longshots, mega geiler Spieler, aber ja, er bleibt noch diese Saison bei uns. Nächste Saison vielleicht geht er weg, aber er spielt eigentlich immer noch gut. Man sieht es hier, 17 Spiele in der Liga, 4 Tore, 4 Vorlagen in der Champions League, 8 Spiele, 3 Vorlagen. Ist auf jeden Fall, denke ich, gar nicht so schlecht. Und der lässt sich so geil spielen, aber das wisst ihr wahrscheinlich alle selber. Dann kommen wir zu einem sehr interessanten Spieler, meiner Meinung nach, Aftecai, 23 Jahre alt inzwischen, auf einer 79. War letzte Saison verliehen, jetzt ist er bei uns, ist der Ersatz-ZOM für Sneijder, weil Sneijder kann natürlich auch nicht mehr die ganzen Spiele durchspielen. Aftecai, darum der Ersatz, gutes Dribbling, aber sonst muss er wirklich noch, ja, arbeiten. Sein Schuss ist nicht unbedingt so gut, ist jetzt auch nicht mega schlecht, aber geht natürlich auch besser. Sein Pass muss ein bisschen besser werden, aber für einen Ersatz-ZOM bin ich auf jeden Fall wirklich zufrieden mit ihm. Corona ist unser rechter Flügel, Bruma spielt bei uns links, 26 Jahre alt, auf einer 83 der Mexikaner. Krasses Dribbling, krasse Schnelligkeit, guter, guter Spieler, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Dann Emre Mor, gerade verliehen an Schalke, ist ja in echt bei Dortmund. Ja, ich habe ihn mir einfach mal gekauft, um zu schauen, wie er sich so entwickelt. Habe ihn aber verliehen, weil wir einfach keinen Platz hatten. Und ja, das sind seine Werte auf einer 73. Sieht interessant aus, aber da wird wahrscheinlich noch viel kommen. Das war mein Team Galatasaray. Könnt gerne schreiben, wie ihr es findet. Natürlich kann man noch alles besser machen, aber ich will nicht zu übertreiben mit dem Team. Man könnte das Team auch mega krass machen, dass es nach 3 Saisonen, keine Ahnung, jeder Spieler auf 85 ist, wenn man die krassesten Spieler kauft. Aber ich denke, so passt mein Team. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut da rein und ciao.